Dicht über einer Brücke auf einem noch nicht freigegebenen Autobahnteilstück bei Gelsdorf flogen die Maschinen ein und setzten planmäßig auf. Die improvisierte Start- und Landebahn war bereits ohne Grünstreifen gebaut und durch das Entfernen der Leitplanken auf beiden Seiten zunächst präpariert worden. Innerhalb einer Stunde landeten die 18 Düsenjäger des leichten Kampfgeschwaders aus Pferdfeld. Das Gedränge war beabsichtigt, um einen möglichst echten Einsatz zu proben. Auf diesem Feldflugplatz der 70er Jahre standen Tankwagen ebenso bereit wie Feuerwehr und Sanitäter. Doch auf dem Notlandeplatz gab es keinen Notfall zu vermelden. Für die erfahrenen Piloten war dies zwar kein Normalfall, aber auch keine Ausnahmesituation. Sie meisterten ihre oft erste Landung auf einer Autobahnpiste ebenso selbstverständlich, wie sie ihre G91 checkten und startbereit machten. Wo bald wieder Zivilisten ihre Statussymbole über die Piste pilotieren und die Polizei die Fahne oder Geschwindigkeit testet, kündigt der Pfeifton der Düsenaggregate die kontrollierte Autobahnmusik mit dem Titel Take-Off an.